Tag hier in Sportfreunde, willkommen zum neuen Vlog. Wir starten mal wieder mit dem Wichtigsten zuerst, mit dem Fressen. Wir fahren jetzt, wie man das so in der Diät macht, zum All-You-Can-Eat-Laden, ne? Und treffen ganz sozial mal ein befreundetes Pärchen. Und ich sag euch, dass es geht. Es gibt nicht viel Fisch, viel Fleisch, Proteine tanken ist immer das Wichtigste. Let's go. Royal Pavillon gleich bei uns um die Ecke. Schönefeld, chinesisches All You Can Eat. Da gibt es alles, was man braucht. Ja, frischen Fisch, Garnelen, Rotbarsch, Lachs, das bekommt man hier alles. Dann natürlich auch Gemüse, ordentlich, und Fleisch. Und da ist natürlich was für meine Diät mit dabei. Da werde ich mich erstmal mit Protein und Gemüse satt fressen. Und wenn noch ein bisschen was übrig bleibt, gibt es noch was anderes. Das wäre das andere, die frittierte Ecke. Die lasse ich dann heute aus. Die auch eher. Aber man kann, wenn man möchte, dann hier mega clean essen. Das ist ganz geil. So, ich beginne mit so einem leckeren Fischteller mit Brokkoli und danach gibt es dann nochmal eine Fleischrunde. So, hier mit den beiden sind wir übrigens hier mit dem Maurice und Christian. Hi. Ist auch am Start. Und eine Frage, Maurice, muss ich dir mal stellen. Er ist professioneller Cyclist, also Radrennsportler. Er kommt gerade frisch von der Vuelta. Wenn du aktiv bist, das interessiert uns so die ganzen Bodybuilder, weil er ist eine wahre Maschine. Wie viele Kalorien isst du an einem aktiven Tag? Ich würde sagen, so im Schnitt 5 bis 6.000, wenn ich richtig viel Rad fahre, dann eher Richtung 8.000. Krass. Und du wiegst wie viel? 75 Kilo. 8.000, müsst ihr euch das mal vorstellen, das ist komplett verrückt. So, kleiner Salat zwischendurch, bis der Rest angegrillt ist. Da gönne ich mir schon mal ein bisschen Lachsfilet. Und immer das Angrillen, das kann man dann überbrücken mit was anderem. Noch, was gönnst du dir heute? Nur Gurken, es ist ja Diät. Ja, genau. Nur Diät. Erstmal Salat und ein Topka-Süppchen mit Hähnchen. Hier kommt der Roboter mit dem Essen. 38A. I don't remember what number I was. Oh, it's 40. 43. So maybe. Okay. Zuerst mal auf die Nummern gucken. Oh. Okay, schon wieder weg. Haben wir alles? Oder? Ich hab meins noch nicht, ne? Da ist er. Zack. Schön angegrillt. Lachsfilet, Kanälen, so muss das sein. Puh, dann machen wir noch eine schöne Chicken-Beef-Runde mit Gemüse und einer schön scharfen Soße. Und gegrillt. Sieht das dann wieder so aus. Wie strikt ist dein Ernährungsplan jetzt in der Off-Season? Ich hatte jetzt 3 Wochen Off-Season, da habe ich gegessen, was ich wollte, auch bestimmt 6-7 Kilo zugenommen. Jetzt geht es langsam wieder in die Vorbereitung und da muss ich doch ein bisschen aufpassen, aber ich fahre ja viel Rad, deswegen... Geht aber jetzt so die letzten, so fast schon wieder Henkersmehl, bevor es losgeht, ne? Ja, genau, in Richtung Januar wird es ein bisschen strikter wieder. Ich darf auch hier so ein bisschen heute, aber ich esse weniger Kohlenhydrate, das ist so mein kleiner Cheat für heute. So Leute, ich sage euch ganz ehrlich, normalerweise nach dem All-You-Can-Eat platze ich und bin vollgefressen. Jetzt geht echt noch was rein, aber ich lasse es. Ich bin gesättigt, dann ist auch gut, weil dann kannst du dich totfressen. Und ihr habt gesehen, das waren 3 Teller. Übrigens auch ganz spannend, der Maurice und die Freundin waren dabei. Und Maurice, ja, wie gesagt, Radrennprofi, und dann haben wir mal sehr intensive, spannende Gespräche über Ernährung, Intensitäten, Training. Da gibt es ja sogar auch beim Radrennen teilweise ja Parallelen zum Bodybuilding und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, er sollte eigentlich als erster Radrennfahrer weltweit wahrscheinlich mal einen YouTube-Kanal starten und all diese Fragen klären. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann trete ich dem Typen mal in den Arsch und er startet mal einen YouTube-Kanal. So, jetzt fahren wir nach Hause. Let's go. Brauche ich noch Proteinshake oder so. Kein Müsli? Ja, ich esse kein Müsli mehr, ganz vergessen. Ich muss mich dran halten. Das sind genau diese Snacks. Sonst durch Fasten kann man ja eigentlich nicht fett werden, durch One Meal a Day. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ich habe es aber geschafft, weil ich mir abends immer dann nach der Hauptspeise noch 5 oder 6 Schalen Tresor reingeballert habe ohne Ende. Und genau auf das zu verzichten, plus ein bisschen Cardio erhöhen und auch cleaner zu essen, das macht schon alles. Ich muss ja eigentlich gar keine Diät machen, nur ein bisschen die Gewohnheiten verändern. Aber es funktioniert. Aber traurig ist es trotzdem. So, und wenn wir dann nach Hause kommen, wartet der Kleine mal auf uns und rastet vollkommen aus. Taco! Und er muss jetzt sofort raus. Taco, wir sind kleiner Flummi-Sprinter. Taco! Ja, Taco! Und das ist das Schöne daran, einen Hund zu haben. Das ist wirklich Liebe. Das ist das Schöne, einen Hund. Die freuen sich immer, wenn du kommst. Ich sag euch, das ist das Beste, was es gibt. Zieht euch mal diese Liebe rein. Das ist... Seitdem wir einen Hund haben,
es ist immer traurig, wenn er nicht zu Hause ist, weil einfach das Gefühl, du kommst nach Hause und jemand springt dich vor Freude an. Das ist geil, ne Taco? Next day, und im letzten Vlog habe ich euch ja versprochen, mal über meine Schulterbeschwerden zu reden. Ich habe eine chronische Entzündung in der rechten Schulter und mache gerade eine PHP-Eigenbluttherapie. Das heißt, in zweiwöchigen Abständen wird mir gut Blut abgenommen, so 200 ml. Das wird zentrifugiert, angereichert mit neuen Thrombozyten, und dann wird quasi eine künstliche Entzündung geschaffen, indem mir das da reingeballert wird, das Gewebe angeregt wird und so der Wundheilungsprozess verbessert werden soll. Ist nicht zu 100% evidenzbasiert, soweit ich weiß. Ich kenne aber einige, die davon sprechen, dass es schon geholfen hat. Zusätzlich mache ich noch Physiotherapie und erhoffe mir einfach, dass es besser wird. Wir gucken einfach mal, wir warten mal ab. Ist schon recht unangenehm, immer diese lange Nadel da drin zu haben, aber ich mache alles, dass es besser wird. Seit 2 Jahren trainiere ich tatsächlich eingeschränkt, so auf 70-80%, gerade bei Push-Übungen, Bankdrücken, Overhead, ist alles schwierig damit, tut auch ordentlich weh, aber ich darf immerhin weiter trainieren und habe da Ärzte gefunden, die das auch unterstützen. Ja, und heute ist ein Rückentraining, das ist mal ein bisschen angenehmer für mich, und ich würde sagen, let's go. Was gibt es heute Leckeres zu essen? Panang Curry mit Hähnchen und ganz viel Gemüse. Wie heißt das? Panang Curry. Das ist ein thailändisches Curry, Christoph. Naja, eigentlich bin ich der Koch hier im Haus. Ja, macht heute mal die Aufnahme. Der steht hier und filmt mit seiner Kamera. Naja, eigentlich hast du überhaupt was gemacht? Nein. Also doch, ich habe Müll rausgebracht und Geschirrspüler. Super. Ich bin immer so der Typ, also ich kann meine Spezialpasta, das kann ich perfektioniert. Sie macht immer, weil sie aus so einer Gastro-Family ursprünglich kommt, sie macht immer die ganzen asiatischen Sachen. Die sind aber relativ clean. Also entweder so indisches Zeug, Thai-Zeug oder vietnamesisch halt. Ne? Sieht gut aus. So, dann gibt es noch Reis. Dafür haben wir natürlich mal einen Reiskocher. Das geht am schnellsten. Und dann machen wir einen Mix aus normalen und meinem Naturreis. So. Here we go. Ja, eigentlich der Klassiker. Ne? Hähnchen, Reis, Gemüse, aber im Curry-Format. Ein bisschen Spiegelei on top. Kann man machen, ne? Mhm. Also Curry geht immer als Klassiker, ein bisschen Kokosmilch. Übrigens findet ihr das Rezept jetzt auch bei mir in der Fitnessanleitung, in der Online-Version. Könnt ihr mal gucken, da findet ihr lauter Diätrezepte, aber auch normale Rezepte zum Nachkochen. Richtig nice. So, wir hauen jetzt mal rein. Oh Leute, schaut mal, was ich hier habe. Wie geil ist das denn? Eine neue Terragun Pro soll mit so die beste Massagepistole sein. Ist auch keine Werbung, kriegt gern Geld für. Habe ich mehr als 500 Euro bei Amazon für gelassen. Soll aber ein bisschen tiefer reingehen. Ihr merkt schon, ich bin so ein Typ, jetzt kommen immer mehr Wehwehchen. Ob das jetzt meine Oberschenkelrückseite ist, ob das meine Schulter ist. Und ich muss halt, ja, mit dem zunehmenden Alter, wenn man viel Krafttraining macht, ich trainiere 7-mal die Woche, dann gucken, wie man regenerativ ein bisschen mehr machen kann. Gerade zum Beispiel auch, wenn man dann zusätzlich mal laufen möchte. Und die habe ich mir jetzt mal extra geholt, weil ich gemerkt habe, diese ja, günstigen China-Dinger, die ich habe, die nutzen halt nicht viel. Die hat einfach eine höhere Wattzahl, die geht viel tiefer rein. Und gerade um die Oberschenkelrückseite elastisch zu halten, wo ich ja das Problem habe, mit dem Muskelbündelriss, den ich hatte, ist das hier auf jeden Fall hoffentlich ja, eine Anschaffung wert. Ich kann euch sehr gerne in den kommenden Videos, bohrt jetzt hier einer, gerne mal so meine regenerativen Tools und Equipment zeigen. Am Sonntag, was ist los, die ich nutze. Ich glaube, für den einen oder anderen ist das auch interessant. Ja, und während ich dann die Massagepistole dafür nutze, den Muskeltonus rauszukriegen, tiefer in die Muskulatur einzudringen, nutze ich dieses Tensgerät inzwischen, um die Nervenimpulse in meiner kaputten Schulter zu reparieren. Also, dass das Nervensystem besser hier die Muskeln ansteuern kann. Vor allem vom Training, dass einfach das Gewebe besser funktioniert und der Muskel besser aktiviert werden kann. Also, so ein paar Tools habe ich inzwischen am Start, das ist auch ganz geil einfach, um einfach so ein bisschen vorzubeugen, präventiv. Und es gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Darauf kommt es auch an. Ne? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen.
bisschen. Und wenn ihr Bock habt, rede ich mal ein bisschen mehr über diese kleinen Helfer, die ich habe. Ich habe auch noch solche Lymph-Boots am Start, die ich dann nach dem Laufen nutze, um das Laktat ein bisschen abzufördern. In dem Sinne, haut rein. Ich gönne mir jetzt erstmal eine schöne Massage. Wake up.